Hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Ey, wenn ich nochmal Watch Dogs sage, dann. So, jetzt mal gerade gucken. Jetzt gehen wir hier uns das mal an. Die Aufträge. Hier, wieder hier. Schließe 6 Hauptaufträge ab. Und hier müssen wir 8 8 und dann ist es. Boah. Okay. Boah, Herr Mann. Wir werden immer besser. Sammlungen. Wen haben wir jetzt hier? Sammlungen. Hier. Legendäre gepanzertes Gewand. Der enthält es durch Abschließen von Hauptaufträgen. Oh, gut. So, jetzt kommt Folgendes. Jetzt machen wir hier die Einstellung. Jetzt speichern wir das schnell noch. Und was haben wir? 23. 3 Tage später. Okay, was wir jetzt noch machen müssen, Aufträge. Wo ist denn die Aufträge? Da sind die Aufträge. Im Schatten findet Sebastian vermutlich am üblichen Ort in der Nähe und unter Raum verteidigenden Künste. Voraussetzung benötigt Stufe 8. Haben wir. Belohnung Confringo. Beschwörzauber. Zauberanweisung für Beschwörungen. Raum der Wünsche. Der Raum der Wünsche. Professor Weasley hat mich gebeten, im Flur sie und die Sachen zu treffen. Ein merkwürdiger Treffpunkt. Ich frage mich, oder. Ah. Professor Sharp möchte, dass ich mich teste, während ich über den Einfluss von so einem Maxima. Ich schaffe den Test von Fokustrank. Und teste einen Fokustrank. Ich schaffe die Zaubertränke Maxima. Teste die. Gleich. Ich muss an den Zaubertränken dann hingehen. Okay. Ah, warte, ich muss mich gerade mal richtig hinsetzen. Jetzt will ich richtig wieder im Schneidersitz hier. So. Finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Finde die Schatzkarte anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Sprich mit Perry Pippin. Erscheinungsbilder, Gold. Für eine Zaubertränkenhunger hat mir eine Eule zu einer Lieferung geschickt. Ich möchte ihm sprechen. Okay. Teste den Fokustrank. Beschaffe den Fokustrank. Fokustrank. Warte mal, ich will mal gerade gucken. Also ich nutze die Chatte. Also warte mal. Möchte ich, dass ich mich teste, während ich den Unfug... Nein, das wollte ich schon längst machen. Nein, Mischepopöchen. Ja, wo kann man das denn haben? Weltkarte? Moment, das könnte ich in der Tränke holen. Aufträge. Warte. Warte mal. Zaubertränke, da muss ich hin. Ja, Zaubertränke. Dann fahre ich mal hier. Da fliege ich mal zu Zauber. Da gehe ich mal zu Zaubertränke. Ich brauche einen eigenen Besen, habe ich. Muss ich auch noch. Sprich mit Pipine. Komm mal. Table. Ja, wir laufen dahin. Wir laufen dahin. Wir brauchen einen eigenen Zauberstab, ne? Einen Besen. Ah, warte mal. Vielleicht kriegen wir es da auch in Hogsmeade. Wir rennen einfach mal hin. Wir rennen und rennen und rennen. Jeden Tag. Jede Nacht. Mal auf Abenteuertour? Aber selbstverständlich. Aber wir machen das anders. Wir laufen nämlich jetzt hier mal entlang. Vielleicht finden wir auch noch was anderes. Revelio. Okay. Ja, sein können, dass das was ist. Cool.
cool, ne? Hier. Der gießt hier rum. Total geil. Oder ist weg? Na gut. Okay. Wir laufen mal hier entlang. Ich will einfach mal mal wissen, ob man hier noch irgendwas kriegt. Brauche nicht über diesen Weg entlang zu laufen. Wir laufen mal hier so entlang. Weil hier hinten ist auch ein Weg. Guck mal, da waren wir auch noch nicht. Wir gehen jetzt mal hier runter. Genau, und gucken mal, was hier so ist. Das ist auch ein Schloss. Aber hier ist ja... Hier sehen wir erstmal hier über die Brücke. Rebellio. Okay. Weiter geht's. Hier runter? Ach, hier waren wir schon, ne? Kann das sein? Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Sind wir hier nicht schon hergelatscht? Ja, ne? Wir müssen auch woanders hergehen. Ich meine, hier wären wir hier hoch, wären wir runtergegangen, hätten wir ein paar Sachen gemacht. In der letzten Folge. Nee, ich will ja hier entlang. Gehen wir doch noch mal hier entlang. Hier entlang, hier entlang. Hier entlang. Oh, die Steine haben wir ja nur, ey. Die Steine kriegen wir. Was kann man denn mit den Steinen machen? Okay. Hallo? Hallo? Achso, was ich machen wollte, jetzt mal ganz ehrlich. Aufträge. Kauf einen Besen in Bayer! Ja! Nachdem eine Besenausflug im Madame-Unterricht abgeschlossen wurde, erklärte... Kauf einen Besen bei Spitwitch! Genau! Wunderbar! Siehst du, da sind wir hier genau auf dem richtigen Weg. Hahaha! Mal genau auf dem richtigen Weg. Ich hoffe, ich habe genug Kohle. Ich habe letztes Mal irgendwas ausgegeben ohne Ende. Ne? Den gucken wir mal, was wir verkaufen können. Mal gucken wir mal. Ich hatte etwas gesehen. Lake. Okay. Heißt nicht Lake, Fluss? Crystal Lake. Crystal Fluss, ne. Rebellio. Nee. Ich dachte, vielleicht ist hier noch was. Okay. Nee, wir gehen jetzt hier hoch. Wir gehen jetzt hier hoch. Ich will nämlich erstmal zur Zaubertränke. Wir könnten mal Gold kriegen von ihm. Aber wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Gleich sind wir wieder in Hogsmeade. Jawohl, jetzt sind wir in Hogsmeade. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Bookshop. Hallo, kommen Sie rein. Hier gibt es viel zu sehen. Warte mal an. F? Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ah, okay. Schalt die Fähigkeit frei.
Okay. Voll. Oh, hier. Schalte die Fähigkeit frei, ein Spielzeugkiste für ein Tierwesen beschwören. Das müssen wir später machen. Okay, lassen Dankeschön. Sie mich wissen, wenn. Stopp, ich muss hier raus. Anderweitig helfen kann. Dankeschön für die Ihre Hilfe. Ich muss hier raus. So, hier können wir jetzt endlich rein, glaube ich. Jetzt kommen wir hier rein. Woo! Ah, ein neues Gesicht. Wunderbar. Ich muss hier mal erstmal reingucken. Schwarze Lederhandschuhe. Momentchen, die sehen vielversprechend dich an. 7. Ja, kann man gelten lassen. Ein Besen, gucken wir mal. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albi Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spindwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück. Aha. Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Was können Sie mir über Ihre Besen verraten? Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Sie müssen aufgrund der Handelswege abschließen? Sie mussten Spindwitches wegen unterbrochener Handelsrouten schließen? Schrecklich. Handelswege wurden als unbrauchbar gemeldet. Anscheinend übernehmen Kriminelle die Straßen und bedrohen die Dörfer. Ich fliege äußerst sicher, aber versuchen Sie mal mit einem Vorrat an Besen auf dem Rücken zu fliegen? Gar nicht so einfach. Also gut, zurück an die Arbeit. Wenn Ihnen ein Besen gefällt, sagen Sie Bescheid. Hier ist eine Truhe. Ich werde mich... Danke für Ihre Zeit, ich werde mich umsehen. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um, danke. Pass auf, was Sie kosten. Na, wonach suchen Sie heute? Eignen Sie einen komfortabler und schneller Besen mit einem einzigartigen Webmuster. Ein stilvoller Besen, der leicht zu handhaben ist, wirklich. Dieser hochwertige, aus Esche gefertigte Besen steht für außergewöhnliche Stabilität. Der Besen, der verzaubert wurde, damit du mit Stolz dein Haus in Hogwarts feiern kannst. Hogwarts Hausbesen. Blut, der perfekte Besen für allen mit feurigem Temperament. Dann machen wir das doch. Sie werden diesen Besen lieben. Das verspreche ich Ihnen. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Der ist das Blaue. Das ist ein Zweier. Das ist ein Einser. Das sind Dreier. Das lassen wir mal. Aber hier, guck mal. Gut. Danke fürs Vorbeischauen. Hast du gerade mein Geld gesehen? Jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege.
Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserung könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Jawohl, Tuning. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Jawohl. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Selbstverständlich. Sie hatten bei Madame Kokwa Unterricht? Kokwa. Sie hatten wohl bei Kogawa Unterricht? Ja, aber dass mir die technischen Elemente der Besen stets wichtiger waren als das Fliegen, hat sie wahnsinnig gemacht. Sie findet es gut, dass ich jetzt Bandwitches leite. Ich glaube, keiner von uns dachte, dass ich mal Klatscher für die Cannons oder Eintracht Pfützensee wegschlage. Und ich finde es befriedigend, gegenüber denen Recht zu behalten, die mich für zu jung halten, um diesen Laden zu führen. Mit ihrer Hilfe kann ich beweisen, dass ich der Anbieter mit dem umfangreichsten Wissen über Zaubersportartikel bin. Warum bin ich die richtige Person? Warum muss ich Ihnen von diesem Besenflug berichten? Eigentlich hatte ich Imelda um Hilfe gebeten, aber sie hat ein paar Angewohnheiten beim Fliegen, die Zusammenarbeit erschweren. Ich brauche jemanden, der keine schlechten Gewohnheiten hat und gut fliegen kann. Everett meinte, Sie sind ein Naturtalent auf dem Besen. Er studiert hier immer die neuesten Modelle. Er ist fast so besessen von Besen wie ich. Wenn Sie mit Hilfe Ihres angeblichen Flugtalents Imeldas Zeit schlagen können, wäre Ihre Beurteilung des Besens unschätzbar wertvoll. Woher kommt Ihre Leidenschaft für Besen? Wie lange sind Sie schon an Besen interessiert? Seit ich mein erstes Quidditch-Spiel gesehen habe. Die Flugmanöver, die Spieler. Manche Leute haben so ihre Zweifel an mir und meinen Ideen. Hoffentlich helfen sie mir trotzdem. Ich weiß, dass ich an etwas dran bin. Es ist ein Versuchswert, Mr. Weeks. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Okay. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. In Hogsmeade und bestimmten anderen Gebieten ist das Fliegen verboten. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Na, wonach suchen Sie heute? Guck mal hier, mein Colt. 1111, geil, ne? Danke fürs Vorbeischauen. Hoffentlich bis bald. Warte mal. Revelio. Jawoll. Bitwitches Sportbedarf. In diesem Geschäft, das von der liebenswürdigen Albert Wicks geführt wird, werden alle Arten von Sportartikeln für Zauberer verkauft, darunter auch die neuesten Besenmodelle. Alibi selbst, so sagt man, arbeitet an einer Reihe von Besenverbesserungen. Gut. Sein können. Und hier mal gucken. 40 Gold. Gut. Nein, wir werden jetzt Aufträge machen. Wir werden jetzt noch mal, wo ist die Aufträge? Ja. Nein, warte, ich habe, glaube ich, was Falsches gemacht. Aufträge. Ah ja, genau, doch, das war richtig. Sammlung wieder mal. Hier, bestimmt Besensammlung hier. Da, genau, Sportbedarf. Okay, ja, dann wollen wir mal. Es war noch was, aber egal. Lass uns mal hier runter. Hier rein.
Anhänger der dunklen Künste sollten sich lieber weiter gegenseitig bekämpfen, sag ich. Viel Safttrank sollte man von den Jüngern über die Karte lernen. Na los, verdammt! Hä? Es geht, was ist dran? Scheiß Ding, los! Vergesst nur nicht, wer euch gewarnt hat! Was hat er denn gewarnt? Steckt nur die Köpfe in den Sand! Hat bestimmt irgendwas gesagt, was ich jetzt nicht weiß oder nicht. Mitgekriegt habe. Hier muss ich rein. Hier muss ich rein jetzt erstmal. Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn ich helfen kann. Rebellio. So, mal gucken. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Ich helfe gerne bei der Lieferung. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin, wahrlich. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Okay, Unbezahlstrank, eine verantwortungsvolle Lieferung. Entschuldigung. Ich muss noch mal gerade was gucken. Aufträge, ne? Was soll ich jetzt besorgen? Fokustrank? Oh Gott. Wo habe ich überhaupt... Wo ist das denn? Achso, warte mal, ich komme wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt müsste mal gerade gucken, ob wie kann ich heute behilflich sein? Unsichtbarkeitstrank. Warte mal gerade. Ich müsste haben. Beschaffe dir den Fokustrank. Blutegelsaft. Nö. Maxima und Edun sowas. Irgendwas. Keine anderen? Flohfliegen. Fokustrank. Was haben wir hier? Donnergebräu brauchen wir nicht. Unsichtbarkeitstrank. Maxima-Trank. Den können wir mal kaufen. Ich schaffe die Zaubertränke Maxima und Edurus. Und teste dich zeitgleich. Wo soll ich denn? Und dann Fokustrank. Hat er sonst nichts? Ach hier. Fokustrank. Fokustrank? Haben wir einmal. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Maxima. Donnergebräu brauchen wir nicht. Edus. Edurus brauche ich. Und, Maxima. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Okay. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Und teste sie zeitgleich. Das, Professor Sharp möchte, dass ich teste, während ich unter Einfluss von... Also, mal gucken. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald.
Teste einen Fokustrank. Da müssen wir hin. Hier. Machen wir jetzt gleich. Wie testet man einen Fokustrank? Tab? Nee. Ich hab's nicht gesehen. Ha! Bei Dieben habe ich keine Nacht. Geben Sie sie zurück. Was denn, Sir? Wir haben nichts genommen. Geben Sie sie zurück. Ich habe nichts, Sir. Es war nur das eine. Das waren alles, Sir. Ehrlich, ich schwöre. Also, wie oft wollen Sie beide meinen Laden denn noch plündern? Ich schwöre, es waren nur die, Sir. Wirklich, Sir. Mehr würden wir nie nehmen. In Azkaban wird man für solche Witze kein Verständnis haben. Warten Sie nur, bis ich Ihre Mütter sehe. Das war etwas harsch. Revelio. Zonkos Scherzartikelladen. Zonkladen in Hogsmeade wird regelmäßig von Hogwarts-Schülern und Dorfbewohnern gleichermaßen besucht, da hier verschiedene Scherzartikel verkauft werden. Krass. War ich schon drin? Hier war ich doch gar nicht drin, oder? Okay. Gehen wir weiter. Ah, guck mal hier, ich hab was gefunden. Da. Rebellion. Stinkbombe. Die Stinkbombe ist ein beliebtes Schabernack, den sie erzeugt. Ein übler Geruch, den jeder in der Nähe und Kreuzung fürchterartig vertreibt. Das habe ich, wie soll man sagen, wir haben, damals gab es auch Stinkbomben schon. Warte mal, wo war das denn jetzt hier? Da. Jawohl. Geh nochmal rein kurz. Und hier mal gucken. Die nicht mehr hingestellt, ne? Don't push. Oh, schon. Don't push. Rebellion. Kick dir das rum. Ja. Revelio. Ich gehe mal hier runter. Einfach mal gucken. Finden wir bestimmt noch irgendwas. Finden wir bestimmt. Okay. Katzen habe ich schon lange. Ah, okay, wir gehen mal hier runter. Revelio. Na gerade. Wir haben schon drei. Zwei. Levioso. Weil wenn ich das so mache, wird der angezeigt. Aber ich muss dann wahrscheinlich noch andere Dinge lernen.
Ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Also warte mal, ich muss ja hier rüber. Vielleicht muss ich irgendwo anders hin. Mal gucken. Also, wir laufen mal. Dann hier rüber. Ja, aber trotzdem würde ich sagen, das war's für heute. Danke fürs Zugucken. Gib dem Video einen Daumen hoch. Wäre schön. Ein Abo. Ein Kommentar wäre auch geil, wenn du mal einen Kommentar da lassen würdest. Ich beantworte fast alle. Fast alle. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? Ja, mein Wohnzimmer. Ich wünsche euch Spaß. Bis zum nächsten Mal bei Hogwarts Legacy. Ich danke fürs Zugucken und wie gesagt, Glocke aktivieren, Abo dalassen, Kommentar lassen, legt in dem Video einen Daumen hoch, weil es hilft dem Kanal ungemein. Auch wenn ihr ein Abo dalasst, wird das auch mir total helfen, nicht nur immer anderen Leuten. Ich wünsche euch Spaß, bis zum nächsten Mal. Bye, das sei Rock'n'Roll, ihr wisst Bescheid. Ciao.